Opa, hör mal, ich möchte auch eine Armbanduhr haben. Wozu brauchst du denn eine Uhr? Na, weil ich doch wissen muss, wann ich ins Bett muss. Das kann ich dir doch sagen, wie jeden Tag. Naja, aber das ist so. Der Flori nämlich, der hat auch eine Armbanduhr und da guckt er auch dauernd drauf. Wenn das so ist, dann kannst du ihn ja fragen, wann du nach Hause musst. Ach, Opa, das verstehst du nicht. Der Flori gibt doch damit nur an. Ach, und das möchtest du auch angeben. Ich erzähl dir mal, was einem Uhrenbesitzer alles passieren kann. Bruno Bauer hat eine Taschenuhr. Bruno Bauers Taschenuhr ist ein wahres Wunder an Präzision. Bruno Bauers Taschenuhr zeigt nicht nur die Stunden und Minuten. Bruno Bauers Taschenuhr zeigt auch noch den Mond, die Sterne, die Sonne und das Weltall. Die vollen Stunden läutet sie und am Morgen weckt sie. So eine feine Uhr ist Bruno Bauers Taschenuhr. Außerdem ist sie aus purem, schwerem Gold. Eines Morgens sitzt Bruno Bauer an der Straßenbahn. Da steigt Ambrosch ein. Ambrosch ist schwerhörig, aber sonst ist er nett. Tag Ambrosch. Ja, Bruno. Lange nicht gesehen. Wie geht's? Wie steht's? Wir sind umgezogen. Wie? Umgezogen sind wir, ruft Bruno laut. Umgezogen? Wohin denn? Urbanstraße 14, vierter Stock. Wohin? Urbanstraße. Bruno sagt es laut und langsam. Gartenstraße? Fragt Ambrosch. Bruno brüllt. Urbanstraße 14, vierter Stock. Die Leute in der Straßenbahn hören es mit Vergnügen. Die Straßenbahn ist voll, die Strecke ist lang. Bruno und Ambrosch plaudern. Wie spät ist es? Fragt Ambrosch plötzlich. Ich weiß nicht, brüllt Bruno. Warum weißt du es nicht? Ich habe meine Uhr daheim auf dem Schreibtisch vergessen. Was? Bruno schreit. Ich habe meine Uhr daheim auf dem Schreibtisch vergessen. Wie? Vergessen! Meine Uhr daheim auf dem Schreibtisch. Was? Bruno Bauer brüllt. Meine Uhr habe ich vergessen. Vergessen, liegen gelassen. Meine Uhr auf dem Schreibtisch. Endlich hat Ambrosch begriffen. Ach so, vergessen auf dem Schreibtisch. Deine goldene Uhr? Ja. Ich höre ein wenig schlecht. Ich weiß. Ja. Die Leute in der Straßenbahn hören es mit Vergnügen. Am Abend kommt Bruno Bauer heim in die Urbanstraße 14, vierter Stock. Bruno Bauers Frau wartet schon an der Tür. Du hast wohl heute wieder deinen komischen Tag, Bruno, fragt sie. Ich? Wieso? Warum hast du denn heute 6 Leute nach deiner Uhr geschickt? Bruno Bauer trifft bald der Schlag. Ich? Geschickt? Da sagt die Frau, ja. 6 Männer kamen kurz hintereinander her und sagten, ich sollte ihnen die Uhr geben, die du auf dem Schreibtisch fliegen lassen hast. Du hättest sie hergeschickt. Ich habe sie natürlich nur dem Ersten mitgeben können. Also niemals würde ich meine Uhr zu Hause vergessen, das kannst du glauben. Ich werde darüber nochmal nachdenken. Ja, und nun marsch ins Bett, das sagt die Uhr. Und ich sage das auch.